Bei den Sims ist wieder Set-Zeit. Das neue Die Sims 4 Leseecke und Grunge Revival Set wurden frisch angekündigt. Alles dazu in diesem Video. Ein neuer Inhalt des mit Abstand liebsten Packtyps der Community wurde frisch angekündigt. Das 22. und 23. Set für Die Sims 4 stehen in den Startlöchern. Schon am 1. Juni, also am Donnerstag, können das Leseecke und Grunge Revival Set gekauft werden, welche jeweils abgenutzte und alternative Klamotten sowie weiche und gemütliche Objekte für Leseratten ins Spiel bringen. Beginnen wir mit dem Leseecke-Set, welches einige Objekte für die heimische Wohnung und die Leseratten eurer Sims bereithält. Hier heißt es von den Entwicklern: Erstelle den perfekten Platz, um dich nach einem anstrengenden Tag zusammenzurollen oder den sonnigen Nachmittag zu genießen. Dieses Set enthält flauschige Sitzgelegenheiten am Fenster, stapelbare Bücherregale und Sofas mit weichen, gemütlichen Elementen, die deinen Sims dabei helfen, in mitreißende Geschichten einzutauchen und die Magie des geschriebenen Wortes an ihrem Lieblingsplatz in den eigenen vier Wänden zu genießen. Wie man auf den Screenshots erkennen kann, wird es modulare, also zusammensteckbare Bücherregale geben. Das wurde auch so von den Sim-Gurus nochmal auf Twitter bestätigt. Die Sofas sehen wirklich schick und gemütlich aus. Es wirkt fast so, als könnte man diese Bücher hier auf sich selber stapeln und so unterschiedlich hohe Bücherregalstapel erstellen. Weiter zum Grunge Revival Set, welches von den Sim-Gurus mit folgender Beschreibung angepriesen wird. Nimm die Herausforderung an und experimentiere mit einer lässigen und bequemen Kleiderauswahl. Erstelle mit abgenutzten Texturen, Lagenlooks und auffälligen Accessoires bequeme, aber dennoch stylische alternative Outfits und verleihe deinen Alltagslooks neue Energie. Ob altes Bandshirt oder ein übergroßer Kapuzenpulli, unverwaschene Jeans aus dem Secondhand-Laden. Die weiten Passformen laden dich dazu ein, neue Styles für jeden Anlass zu kreieren. Mein absolutes Highlight sind für mich die an Vans angelehnten Schuhe. Endlich haben wir auch mal solche im Spiel. Aber auch dieses kleine Set aus verschiedenen Ketten sieht cool aus. Beide Inhalte werden wie erwähnt am 1. Juni erscheinen und kosten jeweils 5 Euro. Wenn ihr allgemein ordentlich auf Sims Packs sparen wollt, schaut einfach in der Beschreibung bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Was denkt ihr über die beiden Sets? Welcher Inhalt landet zuerst in eurem Warenkorb? Oder sagen euch keine der beiden zu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.